Hallo, mein Name ist Susanne Schöder und ich bin Stemming-Up-Demonstratorin aus Bremen. Heute möchte ich dir zeigen, wie diese Karte funktioniert. Gemacht ist sie mit der Stanze gewählte Anhänger. Und benutzt habe ich dafür das Produktpaket Weihnachtshirsch mit dem passenden Sinnitz. Und wie das Ganze geht und es ist wieder nicht schwer, zeige ich dir jetzt. Also, ich habe benutzt ein Stückchen Farbkarton. Das hat die Größe 21 x 14,8. Dann für innen drin einmal Savanne in 10 x 14,4. Als Aufleger Vanille pur in 14,2 x 9,8 und für außen einmal Savanne, ja, die Maße wären gut, das ist 14,4 x 10 und der Aufleger ist, da habe ich sogar aufgeschrieben, 14,2 x 5,8 und Stempelkissen auch Savanne und Espresso. Wir fangen jetzt mit der Grundkarte an. Dafür brauche ich den Papierschneider, um einen Falz erstmal zu setzen. Und zwar wird gefalzt bei 8,5 cm. Und jetzt drehst du es hochkant zu dir und machst eine Markierung bei 7,4 cm. Diese Markierung brauche ich gleich, um den gewählten Anhänger richtig zu positionieren. Jetzt nehme ich das mal eben einmal weg. Einmal die Stanze öffnen. Kann man das erkennen? Hier ist jetzt mein kleiner Strich. Meine Markierung und auf der Seite auch. Und diese Markierung muss ich gleich auf der Rückseite sehen. Also schiebe ich das Papier so in die Stanze, ziehe es mir richtig hinten ran und hier hinten in der Mitte sollte jetzt der Bleistiftstrich zu sehen sein. Jetzt einmal stanzen und noch einmal von der anderen Seite. Wieder mittig hinschieben den Strich und ausstanzen. Jetzt nehme ich wieder den Papierschneider und jetzt müssen diese Ecken weggeschnitten werden und hier drüben muss einmal gefalzt werden. Mal sehen, dass wir das auch vernünftig hinbekommen. Einmal. Zweimal. Noch einmal. Na. Und dieses Stückchen wird jetzt noch gefalzt. Papierschneider kann weg. Jetzt kannst du schon mal die Grundkarte erkennen. Die kleinen Bleistiftstriche kann ich mal eben wegradieren, wenn mein Radiergummi wieder auftaucht. Da ist es nicht. Okay, bleibt das erstmal. Hier ja nicht alles durch die Gegend wühlen. Jetzt werden wir hier den Topper stempeln. Dafür habe ich Vanille pur. Nehme aus dem Set einmal diese Ranke. Dann brauche ich Fuß zum Fest. Und den Hirsch kann ich auch schon mal rausnehmen. Und den kleinen brauche ich gleich auch noch. Ich fange jetzt mal mit der Ranke an.
in mein Savanne-Stempelkissen. Und versuche es gerade zu stempeln. Das geht ja schon mal. Jetzt nehme ich mal einen kleinen Gruß. So rum. Setz den da drunter. Jetzt kommt noch mal meine Ranke. Jetzt nehme ich ein Stückchen den Rest von dem Vanille pur und mein Hirsch. Einfacher geht es immer, wenn es große Motive sind, man stempelt sozusagen von oben. Also man gibt die Stempelfarbe von oben drauf. Jetzt werde ich den hier einmal abstempeln. Das ist ja schon mal ganz gut. Ein bisschen Platz schaffen, Stempelkissen zu. Weil ich brauche jetzt mal eben meine Big Shot, um den Hirsch auszunudeln. So, Creme brauche ich auch. Das ist ja immer alles nicht so einfach hier. Jetzt den schön anlegen. Ich habe hier jetzt die Magnetplatte drunter. Es ist auch nicht so einfach zu sehen, wenn man das so schräg gucken muss. Ich glaube, es sieht ganz gut aus. Nicht die Big Shot, das war nur die Acrylplatte. Wo habe ich denn mein schönes neues Spielzeug? Das ist der Aufhebehelfer, der auch so einen kleinen Pixie drin hat. Und dann mal in die Stanzteile so rauspieksen kann. Jetzt kannst du schon das hier draufkleben. Ich nehme mal wie immer mein Tombow. So. Ich kann jetzt hier auch schon auf die Karte. Und der Hirsch kann auch schon drauf. Dafür nehme ich ein paar Dimensionals. Ein bisschen was Kleines, ein bisschen was Großes. Und da oben haben wir so einen kleinen. Ist echt praktisch mit den kleinen Dimensionals.
So braucht man die nicht mehr, die anderen durchschneiden. Und einmal raufkleben. Das war schon die Kartenfront. Das machen wir mit innen weiter. Da habe ich ja hier unten ein kleines Rehlein, würde ich mal behaupten, hingestempelt. Und das habe ich in Espresso gestempelt. So kannst du immer am besten sehen bei diesen Vollgummistempelabdrücken, ob wirklich überall gut Farbe drauf ist. Den einmal hier richtig in die äußere Ecke, weil sonst siehst du das kleine Rehlein nicht mehr, wenn die Karte geschlossen ist. Und ist es die? Nein, die. Hier habe ich jetzt noch so zwei Ranken ausgenuddelt, die auch hier mit im Set sind. Die sind auch gleich zweimal mit drin. Und das habe ich dann schon mal vorbereitet. Einmal. Komm her. Und zweimal. Und jetzt habe ich einen super Trick aus Brecklum mitgebracht. Du nimmst ein Stückchen Schmierpapier. Nimmst hier so ein Fingerling, so ein Fingerschwämmchen. Machst du hier so ein bisschen Tombow. Drehst das um. Nimmst ein bisschen von dem Tombow auf das Schwämmchen und betupfst das jetzt von hinten. Das ist eine ganz tolle Methode, um auf so filigrane Ausstanzung Kleber zu bekommen. Jetzt platzierst du es nur noch. Noch mal ein bisschen Tombow. Ich glaube, das ist schon zu großzügig auch, aber einmal in die zweite Ecke. Das hier da gleich entsorgen. Ich gebe da gleich noch was anderes dran. Das klebe ich jetzt schon mal hier drauf. Soll nur so ein ganz kleiner, schmaler Rand sein. Da habe ich ein bisschen rumgesaut. Weg ist es. Und jetzt das Ganze in die Karte kleben. Richtig rum ist. Dann habe ich hier noch die kleinen Metallic-Perlen drauf gemacht in Gold, nur auf die Blüten. Nein, Silber möchte ich nicht.
möchte die säumen. Dann machen wir das eben so. Setze ich hier nur auf die Blüte und auch noch eine zweite. Jetzt nehme ich noch das Band, das findest du im Herbst-Winter-Katalog, das ist das geflochtenes Leinenband. Versuche eine schöne Schleife zu machen. Wie gesagt, ihr schleift das Band, das Schleifenband so rum, schneide ich erst einmal ab, wenn ich die Schleife gemacht habe. Mir ist das schon so oft passiert, dass ich das dann zu kurz geschnitten habe. Dann schneide ich es nochmal ab und so. Das ist für mich einfacher, kann aber noch ein Ticken länger. Dann wird es etwas einfacher. Schön hinzurühren und schon ist seine Karte fertig und es ist wirklich ganz einfach. Ich mache dir ein Angebot jetzt noch bis gültig bis Ende Oktober. Wenn du bei mir dieses Set bestellst, den Weihnachtshirsch mit den passenden Sinlets, wenn du das Set bei mir bestellst, dann schenke ich dir dazu zweimal den Farbkarton passend mit Anleitung, so dass du zwei solcher Karten dann auch noch zusätzlich fertigen kannst. Du kannst mich gerne anrufen oder auch per E-Mail erreichen, ganz wie du magst. Daumen hoch, wie immer, freut mich sehr und ja, das war's für heute. Denk an mein Angebot und wie gesagt, es ist auch noch eine kleine Anleitung dabei, wo die Maße auch noch mal genau drin stehen, so dass du es wirklich ganz einfach nachbauen kannst. Das war's bis für heute. Bis zum nächsten Mal, eure Susanne Schöder. Tschüss.